Wir haben was zu diskutieren, mein Junge. Sehnsucht nach der Marine. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Glaube ich mal nicht so. So. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ja, er könnte es auch gewesen sein, um seiner Freundin da zu helfen. Er hat ein Motiv für den Mord an seinem Vater, dann hatte seinen Traum zerstört, Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters, der Hertog von Hugarns, übernehmen können. Ja, aber er wollte doch zur Navy. Also von daher ist es doch eigentlich... Wenn er da weg will... Ja, obwohl... Warum sollte er dann die Nachfolge antreten? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Naja, wir reden mal mit Madame Clouseau, wenn ich sie jemals finde. Gott, hier läuft man noch mehr rum als alles andere, was? Also ich muss sagen, der Fall ist relativ lang, aber der Fall ist echt interessant. Und die Fälle werden ja auch immer schwerer, wenn man es so rumsieht. Immer verstrickter. Ich bin mal gespannt, wie der Nachfolge ist. Hier, The Devil's Daughter. Habe ich ja auch hier im Regal liegen. Mal gucken, wann ich... Seed House. So, Madame, wir müssen uns mal unterhalten. Oh, Mr. Montague Dunn. It is so awful. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Ich wollte mit ihr quatschen. Ach, das war doch von ihm, nicht von ihr. Oh, ich bin so doof. Wo ist der alte Muffelkopf? Hamish! Du Flachpfeife! Dir fühle ich auch noch auf den Zahn. Das waren einfach alle. Ich wollte ihn einfach alle loswerden. Punkt, Ende aus. Erst hatte ich Nutzen. Ein, zwei Verdächtige sind wieder alle verdächtig. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich will aber trotzdem alle Hinweise haben. So. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Fotografie mit Vater. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. Ah, yeah. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was... He declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Aye. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Und jetzt hole ich Toby. Setzen Sie Toby ein. Holen wir den Hund, holen wir den Hund, holen wir klein Tobi, tralalalala. Ui!
Der Tobi, der Tobi. Tralalilalala. Fortfahren, bitte, danke. Tobi! Angetanzt! Ich nehme ihn einfach so am Hals, weil so du kommst. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Ich finde, Tobi, es ist so ein hübscher Hund, ne? So ist es ja nicht. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. A map of London and the... So, auf zurück zu Kew Gardens. Weil wir nehmen ja jetzt Tobi mit. Ja, da ist der Tobi. Der ist eigentlich so an sich, wenn diese Hunde nicht so schlöpig aussehen, so mit diesen blutunterlaufenden Augen und sowas, sind das echt süße Hunde. Und die sehen immer so aus, als wenn die zu wenig Schlaf kriegen. Also, ich will nicht sagen, dass sie hässlich sind. Auf irgendeine Art und Weise. Nur diese Augen. Diese süßen kurzen Beinchen. Also, süß sind sie bis eben auf diese Augen. Ah, kann ich mich nicht mehr anfreunden. Gut, ich mag Tiere im Allgemeinen. Ich mag jedes Tier. Das meine ich ernst. Vielleicht finden wir ja jetzt die giftigen Pflanzen, dass die chinesische... Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Kann ja auch sein, dass die Chinesen da eingebrochen sind, die Pflanzen geholt haben, aber doch nicht alle. Dass wir die richtigen Giftpflanzen, mit denen er vergiftet wurde... Search, Toby. Search. Dass die eigentlich gar nicht geklaut wurden, sondern nur teilweise wirklich. Das witzig. Boah, wenn das wirklich Albert war, ne? Ah, okay. Das geht doch nicht. Aha. Wusste ich doch, dass das hier nicht nur zum Spaß rumsteht. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt den Fall abgeschlossen und es wäre falsch gewesen. Tobi buddelt. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Vergrabene Flasche. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Chemische There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Moment. Die Raupen kommen aber von der China-Sekte. Brave Toby. The best nose in the British Empire. What should we do next, Holmes? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir müssen gleich irgendwas untersuchen. Haben wir schon gedacht, analysieren. Das heißt, auf zur Baker Street zurück. Es geht hin und her. Ich hoffe, wir haben Tobi jetzt mit. Nicht, dass wir Tobi jetzt im Garten vergessen. Nein, er kommt mit. Oh, Gott sei Dank. Holmes, wie kannst du nur in Gegenwart eines Hundes, der eine sehr empfindliche Nase hat, aus deiner Pfeife qualmen? Das melde ich dem Tierschutzverein. Ich glaube, die sagen auch, hallo. Erstens ist es ein Videospiel, zweitens ist es liegt mehr als 130 Jahre zurück. Nein, noch kein Hund. Ach, ist auch egal. Etwas über 120 Jahre. So, jetzt bin ich aber richtig. Glaube ich. Analysieren wir mal. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at... Ja.
Das heißt, ich brauche eine Pipette. Und dann wird sie da reingefüllt. Wir nehmen ein Reagenzglas. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Mm-hmm. Holmes, what are you doing? I step ashore. It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Der ist bekloppt, der Mensch. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water. With a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several ja, drops ist ja of gut. The reagent. Herrgott, scheiß Chemielehrer. Ich hab Angst. Es ist rot. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. Mm-hmm. Interessant. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ich verstehe gerade nur Bushaltestelle, Taxistand und alles. Ach, du ahnst es nicht. Denn, okay, machen wir so. Nein. Hämisches Wut. Martin Hämisch hatte ein Motiv. Er glaubte, dann habe ihm sein Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingangs hatte. Hämisch wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass dies nicht möglich war, solange dann lebte. Vielleicht anscheinend eine tödliche Pflanze. Okay, verdächtige Zutat. Vielleicht mit der Vergiftung. Haha. Führen Sie ein Experiment mit tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Okay, das müssen wir jetzt noch machen. According to the Deadly Plants Information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the Deadly Plants Information, in order to perform our experiment, we will need my analysis table. It is okay, Gegenstand benötigt. Die Raupen haben wir. Aber nachweislich tödlich für Menschen. Flasche Chemikalien nach einem Experiment. Umgang betreffende Person wollte nicht, dass die Flasche entdeckt wird. Aber wir haben die Pflanzen doch mitgenommen. Oder bin ich doof?
My analysis. According to the deadly plant's information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Ach so, wir brauchen Dünger. Ja. Wir machen sofort weiter.